Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und zwar auf der ProMods. Ja, wir sind auf dem Wege. Und zwar von Leipzig aus nach. Bisschen hier wieder Ton reinhauen. Ja, oh, passt. Von Leipzig nach Malmö. Und haben jetzt eine kleine Pause gemacht. Und fahren jetzt wieder weiter. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Das heißt, ja, wir geben Gas. So, sehr schön. Ja, wir sind jetzt hier auf der Autobahn und versuchen eigentlich noch, ja, auf jeden Fall die Strecke hier fertig zu fahren. Denn ja, muss ja sein, ne? Ja, auf der Autobahn sind wir auf der Strecke und fahren jetzt dann in Richtung Rostock zur Fähre. Ja, finde ich auch so, denn ja, wir fahren hier. Ja, da passt es auf jeden Fall. Ja. Ja, vorne müssen wir dann schon rechts abbiegen. Das heißt, so langsam mal alles vorbereiten, dass wir wechseln können. Und dass wir natürlich die Autobahn nehmen. Versucht bei meiner Chefin anzurufen, aber leider nicht erreicht. Ihr wisst ja, was ich euch ja erzählt habe. Und ja, mal schauen, was so jetzt passiert. Denn mir geht es ja wirklich nicht so brennend gut. Und, ja, aber da ja die ja ab und zu mal meine Chefin hier meint, man könnte ja ja soll ich das jetzt euch erklären am besten? Ja, viel arbeiten. Ich erkläre euch jetzt was. Und zwar, ich habe morgens oder ich hätte normal Spätschicht, ja, und dann am nächsten Tag die Frühschicht. So, Spätschicht bei mir von 16.30 Uhr bis ja, 23 Uhr. Dann die Frühschicht ab 10 Uhr morgens. Ja, Leute, aber wisst ihr, das geht schon mal gar nicht, weil es ist so, in der Gastronomie müssen mindestens 12 Stunden dazwischen liegen. Und da werdet ihr Heimfahrt auch berechnet und alles. Also geht es schon mal gar nicht. Sie würde sich damit strafbar machen. Ja, das hat man mal versucht, ihr zu erklären. Aber naja, scheint hat es nicht so richtig funktioniert. Nicht wirklich funktioniert. Deswegen, ja, werde ich ihr es mal so mal irgendwann mal beibringen müssen. Denn ja, sie hat sich ja in dem Sinn eigentlich schon strafbar gemacht. Aber naja, gut, okay. Nichtsdestotrotz, ja, bin ich jetzt gerade ja leider krank durch das. Nur Stress, Stress, Stress. Und das ist halt scheiße. Das sage ich euch offen und ehrlich, denn ja, ich mag keinen Stress. Und das haben viele gewusst, auch bei mir früher schon.
dass wenn ich im Stress bin, dass ich krank werde. Und dass ich jetzt diesmal noch so einen Blutdruck habe. Durch den Stress. Naja. Ja, deswegen ist gerade so eine Phase drin, wo ich sagen muss, ey Leute, sorry, aber die Sonne geht vor. Und ja. Das versuche ich meiner Chefin auch noch zu erklären. Irgendwie. Ja, ich versuche es mal. Wünsche mir dabei Glück. Ja, wir sind jetzt auf der Überfahrt nach Malmö. Und werden jetzt rüberfahren. Gut, keine Probleme weiterhin. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auch gleich in Trelleburg wieder. Bis gleich. Ja, willkommen in Trelleburg. Ja, auf der Weiterfahrt sind wir jetzt nach Malmö. Also nicht mehr viel und dann haben wir es auch schon geschafft. Was ich ja schon mal gut finde, denn ja, dann passt es schon mal hier. So, jetzt hier auch raus. Dann gleich hier reingrätschen. Ja, jetzt sind wir auf der Fahrt. Und ja, noch ein paar Kilometer, dann sind wir auch schon am Ziel. Das heißt ja, werden wir jetzt noch ein bisschen genießen. Ja, wie ihr seht, ja, ich bin gleich schon an meinem Endpunkt hier in Malmö. Und ja. Boah, jetzt muss ich aber noch was gucken. Heimatland. Boah, eindeutig wieder zu schnell. Naja. Ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten, denn ja, ohne euch würde ich es ja nicht machen. So, jetzt warten wir aber noch, bis es grün wird, denn, ja. So, dann geht es jetzt auch weiter. Ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch schon mal fürs Einschalten. Wünsche euch, ja, einen wunderschönen Tag. Ja Leute, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder auf der ProMods. Und dann würde ich doch sagen, ja, ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2 ProMods mit mir, meinem Peter. Und immer stay positiv, also immer positiv denken. Bis dahin, ciao, ciao. Hey, wake up.